Sie waren die unbestrittenen Helden des Ersten Weltkrieges, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Die Rede ist von den Piloten der deutschen Armee, von denen 63 mehr als 20 Abschüsse verzeichnen konnten und die alle mit dem höchsten preußischen Tapferkeitsorden, dem Pour le Mérite, ausgezeichnet worden waren, der Auszeichnung, die seit 1962 nach Veröffentlichung des Romans des US-amerikanischen Journalisten und Werbeberaters Jack D. Hunter immer wieder völlig unmotiviert und fälschlicherweise als The Blue Max, der blaue Max, bezeichnet wird, wobei es unter diesem Titel auch noch einen Hollywood-Schinken gibt, bei mir dagegen das Video, warum der Pour le Mérite kein blauer Max ist. Mit den überaus prominenten Jagdfliegern hatten höchstens noch die U-Boot-Kommandanten konkurrieren können, von denen die ersten drei mit der höchsten versenkten Tonnage waren. Der Kapitänleutnant Lothar von Arnaud de la Perrier aus Posen, der Hauptstadt der gleichnamigen preußischen Provinz, mit 194 versenkten Schiffen von zusammen 453.716 Bruttoregistertonnen, womit er zugleich der erfolgreichste U-Boot-Kommandant der Seekriegsgeschichte war und bis heute ist. Im Zweiten Weltkrieg war de la Perrier Vizeadmiral. Auf dem Weg zur Übernahme des Kommandos als Admiral Z, der für den Balkan zuständig war, wurde er beim Absturz seines Flugzeuges bei Le Bourget nahe Paris getötet. Der zweiterfolgreichste Deutsche, zugleich aber auch zweiterfolgreichste U-Boot-Kommandant der Seekriegsgeschichte mit 390.797 Bruttoregistertonnen, war Kapitänleutnant Walter Forstmann aus Essen-Werden im Ruhrgebiet, der den Zweiten Weltkrieg als Kapitän zur See beendet hat. Und auf Platz 3 mit über 300.000 Bruttoregistertonnen steht Kapitänleutnant Max Valentiner aus dem damals deutschen Tondern an der dänischen Grenze, das nach dem Ersten Weltkrieg bei einer Volksabstimmung an Dänemark gefallen war, obwohl 77% der Stimmberechtigten für einen Verbleib beim Deutschen Reich gestimmt hatten. Auch Valentiner hat den Zweiten Weltkrieg als Kapitän zur See beendet. Betrachtet man dagegen das Schicksal des normalen Infanterieoffiziers, von denen es ja Tausende gab, als Beispiel soll der bedeutende Schriftsteller Ernst Jünger aus Hannover gelten, der unter anderem das in ein paar Dutzend Sprachen übersetzte beachtliche Kriegsbuch In Stahlgewittern geschrieben hat, brauchte es bei diesem unerschrockenen Stoßtruppführer an allen Schlachtenorten der Westfront 4 Kriegsjahre und 13 Verwundungen, darunter mehrere schwere, um am 22. September 1918 mit dem Pour le Mérite ausgezeichnet zu werden. Dabei konnten die meisten Infanterieoffiziere seines Dienstgrades und Dienststellung froh sein, mit den Eisernen Kreuzen ausgezeichnet zu werden, wenn sie dafür überhaupt lange genug lebten. Denn von den im Heer des Ersten Weltkrieges dienenden 51.000 aktiven Offizieren sind 12.600 gefallen, davon fast 8.000 Leutnante und Oberleutnante, also jeder vierte Berufsoffizier und fast zwei Drittel der Leutnante. Und bei den 226.000 Reserveoffizieren waren 35.500 gefallen, wobei so gut wie alle, nämlich 33.900 Leutnante und Oberleutnante waren. Da hatten sich die mit eigenen Bildern geschmückten Piloten der Westfront gegenüber den wie Fliegen gefallenen, anonymen, jungen Zugführern der Infanterie, Artillerie oder den Pionieren besser geeignet als allgemeines Propagandamittel zur Unterstützung der Kriegsbereitschaft. Da war Manfred Freier von Richthofen, das auch von seinen Gegnern hochgeachtete Fliegerass aus dem schlesischen Breslau, der mit 80 Luftsiegen einsam die Spitze aller, also auch der gegnerischen Fliegerasse des Ersten Weltkrieges anführt. Am 21. April 1918 ist er wegen der Farbe seines Fokker DR-1 Dreideckers, auch Roter Baron genannte Rittmeister von Richthofen, mit 25 Jahren bei Vaux-sur-Somme gefallen und von seinen Gegnern mit militärischen Ehren beigesetzt worden. Die Nummer 2 mit 62 bestätigten Abschüssen war der Oberleutnant der Reserve Ernst Udet aus Frankfurt am Main, der im Zweiten Weltkrieg als Generaloberst
und Generalluftzeugmeister der Wehrmacht nach Auseinandersetzungen mit dem Chef der Luftwaffe, Hermann Göring, am 17. November 1941 in seiner Berliner Wohnung freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Udet in den letzten Jahren seines Lebens durch Alkoholmissbrauch, hier die mit Cognac und Steinheger gut sortierte Bordbar in seiner Siebel FH-104 Hallore, und der wohl auch durch die Einnahme der Rauschdroge Pervitin gehandicapt war, hatte wohl geahnt, was Deutschland nach den erheblichen Verlusten der Luftwaffe während der Luftschlacht um England und gegen die Rote Armee bei den bald zu erwartenden alliierten Bomberströmen bevorstand, denen man nicht mehr viel entgegensetzen konnte. Schließlich auf Platz 3 mit 54 Abschüssen der aus Breslau stammende Oberleutnant der Reserve Erich Löwenhardt, der am 10. August 1918 mit 21 Jahren mit der Maschine seines Kameraden, des Leutnants Alfred Wenz, in der Luft zusammengestoßen war, wonach beide abgesprungen waren. Dabei hatte sich der Fallschirm von Oberleutnant Löwenhardt nicht geöffnet. Viele Namen dieser damaligen Kriegshelden des Ersten Weltkrieges sind bei vielen noch präsent. Aber was sagen ihnen die Namen Gunter Plüschow oder Kiaochu oder Tsingtau? Nun, alle drei Namen haben etwas miteinander zu tun. Denn Kiaochu im Süden der Shandong-Halbinsel an der chinesischen Ostküste war ein 1898 vom Kaiserreich China an das Deutsche Kaiserreich verpachtetes Gebiet, darin die Hauptstadt Tsingtau. Und Oberleutnant zur See Gunter Plüschkau, genannt auch der Flieger von Tsingtau, war der prominenteste deutsche Kampfflieger unter der Handvoll Piloten in den deutschen Kolonien, die mit völlig unzureichenden Mitteln und in erdrückender Unterzahl immer wieder beachtliche Erfolge erzielen konnten. Heute sind alle diese Männer größtenteils in Vergessenheit geraten, wie auch ein guter Teil der jüngeren Generation nicht mehr weiß, dass auch Deutschland bis Ende des Ersten Weltkrieges Kolonien oder sogenannte Schutzgebiete besaß. Daher soll dieser Bericht wenigstens an ein paar dieser Männer erinnern, gerade auch, weil deren freiwillige Einsätze unter heute unvorstellbaren Verhältnissen stattgefunden haben. Der überhaupt erste deutsche Pilot, der vor dem Krieg in Tsingtau und in allen anderen deutschen Überseegebieten, sprich Kolonien, geflogen war, war der 1869 in Bad Honnef geborene Franz Oster. Der gelernte Metallbauer war als Matrose auf einem Schiff der deutschen Handelsmarine nach Hongkong gekommen, von wo er 1898 nach Tsingtau weitergereist war, um dort zunächst eine kleine Werft, dann eine Schlosserei, zuletzt eine Maschinenfabrik mit rund 300 chinesischen Arbeitern zu betreiben. 1911 hatte Oster seinen Pilotenschein gemacht, sich privat einen Rumpler Taube Eindecker gekauft und ihn nach Tsingtau verschiffen lassen. Am 9. Juli 1913 war er mit seiner Taube zum ersten Male geflogen. Allerdings hatte Oster während der japanisch-britischen Belagerung von Tsingtau unter General Kamio Mitsuomi und Nathaniel Bernardiston ab dem August 1914 an keinen Kriegshandlungen teilgenommen, war jedoch nach der Kapitulation der deutschen Besatzung im November in japanische Kriegsgefangenschaft geraten und bis 1920 in Japan eingesperrt worden. Dann war Oster nach Tsingtau zurückgekehrt, wo er bis zu seinem Ableben 1933 lebte. In dem 1898 von Deutschland gepachteten Kiaochau, wobei die Stadt Kiaochau in hellgrün selbst nicht dazugehörte, sondern in der sogenannten neutralen Zone lag, lag vor dem Ersten Weltkrieg das 1299 Mann starke 3. Seebataillon unter Oberstleutnant Friedrich von Kessinger, der später in der Reichswehr zum Generalmajor avancierte. Im August 1914, mit Beginn der japanisch-britischen Feindseligkeiten, waren die deutschen Verteidigungskräfte mit Reservisten um 3.400 Mann verstärkt worden. Dazu waren rund 300 Matrosen der sich am 2. November 14 selbst versenkt habenden, geschützten österreich-ungarischen Kreuzers Königin Elisabeth gekommen. Weiterhin verfügte die kleine Streitmacht über das große Torpedoboot S-90 und die Kanonenboote Iltis, Jaguar, Tiger, Lux
und Kormoran, sodass insgesamt rund 4.880 Soldaten zur Verteidigung von Tsingtau bereitstanden. Dann, während sich beide Seiten mit handfester Propaganda beschimpften, was auch während der gesamten Kampftätigkeit beibehalten wurde, hatte Japan am 10. August 14 dem deutschen Gouverneur Kapitän zur See Alfred Meyer-Waldeck ein Kapitulationsultimatum gestellt. Dabei war Japan aktiv unterstützt worden von dem sich durch das deutsche-chinesische Engagement wiederum in seinen chinesischen Interessen bedroht fühlende Großbritannien, das jetzt die Gunst der Stunde nutzen wollte, um auch hier dem Deutschen Reich Schaden zuzufügen. Aber als Gouverneur Meyer-Waldeck das Ultimatum abgelehnt hatte, hatten Japan und Großbritannien einschließlich indischer Truppen mit sechsfacher Übermacht die beiden deutschen Forts, die drei Küstenartilleriebatterien und die im Hinterland von Tsingtau liegenden fünf Infanteriewerke in Rot mit einem Belagerungsring abgeschlossen. Im Oktober standen fast 60.000 gegen die standhaft deutsche Minibesatzung, die, obwohl durch die Seeblockade von der Außenwelt abgeschlossen und unter andauerndem Artilleriebeschuss, nach Verschuss ihrer letzten Munition und Zerstörung aller Geschütze erst am 7. November 1914 um 6.20 Uhr kapitulieren musste. Als dann die japanisch-britischen Truppen in Tsingtau einmarschiert waren, hatten die auf das Gefangenenlager wartenden deutsch-österreichischen Verteidiger den Briten den Rücken zugewandt, um ihnen damit ihre Verachtung zu zeigen, sich als europäisches Land quasi gegen ihr Bruderland mit Japan verbündet zu haben. Diese Verachtung war so weit gegangen, dass einige deutsche Offiziere britischen Offizieren ins Gesicht gespuckt hatten, wie es auch eine derbe Propaganda-Postkarte zeigte. Japan hatte bei diesen Kämpfen 733 Gefallene und 1.282 Verwundete, die Briten 12 Gefallene und 53 Verwundete und die deutschen Verteidiger 199 Tote und 504 Verwundete. In Tsingtau waren mehrere Friedhöfe für die Deutschen eingerichtet worden. Die Überlebenden, 4.700 deutschen Soldaten, waren nach Japan gebracht und in 12 Lagern inhaftiert worden. Ob sie dort gut und mit Respekt behandelt worden sind, wie man im englischsprachigen Internet lesen kann, darüber gehen die Meinungen auseinander. So hatte der Kommandeur des 3. Seebataillons, Oberstleutnant von Kessinger, nach seiner Rückkehr nach Deutschland unmissverständlich mitgeteilt, dass die angeblich so gute und respektvolle Behandlung lediglich von den Zeitungen gemeldet worden war, so aber nicht stattgefunden hätte. Auch war die Mehrzahl der Gefangenen, hier das Bild von ihrer Rückkehr nach Wilhelmshaven, erst nach 5 Jahren, also 1920, 1,5 Jahre nach Kriegsende, nach Deutschland entlassen worden. Diese umkämpfte deutsche Kolonie war im Zuge des Versailler Vertrages zunächst im Besitz der Japaner verblieben, bis sie am 10. Dezember 1922 auf Drängen der USA an China übergeben worden war. Dass aber die kleine deutsche Streitmacht so lange gegen die in allen Bereichen überwältigende japanisch-britische Armee stehen konnte, hatte sie unter anderem auch den Einsatz des bereits erwähnten Fliegers von Tsingtau zu verdanken, dem 1886 in München geborenen Oberleutnant zur See Gunther Plüschow, der wegen einer Drachentätowierung auf seinem linken Arm auch den Spitznamen Drachenflieger hatte. Dieser deutsche Marineoffizier hatte im Februar 1914 in Berlin nach nur 3 Flugtagen erfolgreich seine Pilotenprüfung absolviert und war im Juni als Seeflieger in Tsingtau eingetroffen, um zusammen mit einem Offizier vom 3. Seebataillon, dem Leutnant Friedrich Müller-Skowski, die Möglichkeiten eines militärischen Fliegereinsatzes zu erproben. Mitte Juli 14 waren dann 2 von dem Österreicher Ignaz Ettrich entworfenen und dem ebenfalls österreichischen Edmund Rumpler ganz rechts 1911 in Berlin gebaute Flugzeuge vom Typ Rumpler-Taube eingetroffen, da aber kurz nach Kriegsausbruch Leutnant Müller-Skowski bei einem Absturz schwer verletzt worden und damit als Pilot ausgefallen war, war jetzt Plüschow der einzige deutsche Flieger, der noch zur Verfügung stand.
Während der monatelangen Belagerung hat er immer wieder wichtige Aufklärungs- und Bombenflüge über den japanischen Linien durchgeführt, worüber er nach dem Krieg in seinem Buch Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau berichtet hat. Darin kann man auch lesen, wie er bei einem Aufklärungsflug ein feindliches Flugzeug mit 30 Schuss aus seiner 08-Pistole abgeschossen hat. Aber vielleicht war das auch nur Jägerlatein. Als Plüschow während seiner Scharmützel mit japanischen Wasserflugzeugen feststellen musste, dass diese seiner Taube technisch überlegen waren, hatte er sogar versucht, einen eigenen Wasserdoppeldecker zu bauen, den er aber schließlich in den letzten Tagen vor der Kapitulation der deutschen Truppen in Tsingtau selbst zerstören musste. Kurz davor hatte er auf Befehl des Gouverneurs Meyer Waldeck die belagerte Festung verlassen und war in Haichu, des damals noch neutralen Chinas, gelandet, wo er sein Flugzeug verbrannte. In seinem Gepäck befanden sich neben einer Depesche auch Teile der Fahne des 3. Seebataillons. Nach einer abenteuerlichen Flucht auf Schiffen und Eisenbahnen über Japan, San Francisco und New York war Plüschow nach Gibraltar gekommen, wo er am 8. Januar 15 von einem Schweizer Spitzel als Deutscher denunziert worden und in britische Kriegsgefangenschaft im Offizierslager Donington Hall südöstlich von London gebracht worden war. Aber nach seiner Flucht aus dem Lager und einer weiteren abenteuerlichen Flucht als blinder Schiffspassagier hatte es Plüschow im August 15 bis in die Niederlande geschafft. Aber kaum war er mit dem Zug in Deutschland eingetroffen, damals klappten noch die Grenzkontrollen, war er als vermeintlicher Entente-Spion verhaftet worden, aber dann sehr schnell als der berühmte Flieger von Tsingtau erkannt worden. Er war dann wieder als Marineflieger eingesetzt worden, zuletzt als Leiter der Seefliegerabteilung Holtenau, Liebenau und Putzig, hier 1918 in Holtenau mit der Kaiserin und Großadmiral Prinz Heinrich. Am 22. November 19 war Plüschow als charakterisierter Korvettenkapitän aus der durch den Versailler Vertrag auf 15.000 Mann begrenzte Reichsmarine ausgeschieden. Später hat er Schiffs- und vor allem Flugexpeditionen in bis dahin unbekannte Gebiete in Chile und Patagonien unternommen und großartige Luftaufnahmen und Filme mitgebracht. Am 28. Januar 31 gegen 5 Uhr ist Gunter Plüschow zusammen mit dem ihn begleitenden 39-jährigen Ingenieur Ernst Dreblow aus Schmargendorf bei Berlin beim Landeanflug mit seinem Heinkel-Doppeldecker Kennung Tsingtau D1313, genannt Silberkondor, aufgrund eines technischen Defektes in das eisige Wasser des Ricosees abgestürzt, unweit des Perito Moreno Gletschers, wobei beide Flugpioniere den Tod gefunden haben. Auch in Deutsch-Ostafrika hatte es einen Kampfflieger gegeben, Bruno Büchner, der allerdings dazu gekommen war wie die Jungfrau zum Kind. Denn zunächst war der 1881 im sächsischen Ebersbach-Neugersdorf geborene Büchner, ein bekannter und erfolgreicher Radrennfahrer, als Zivilpilot mit einem vom Berliner Kaufhausunternehmer in Textilien, Rudolf Herzog, gesponserten Pfalz-Doppeldecker, Teilnehmer an verschiedenen Flugdemonstrationen in Afrika gewesen. Nachdem er dann im Mai 1914 mehrere Vorführungen in Deutsch-Südwestafrika gegeben hatte, war er mit seiner ihn immer begleitenden Frau Elisabeth nach Deutsch-Ostafrika weitergereist, wo aber alle geplanten Veranstaltungen durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 1. August abgesagt worden waren. Daraufhin hatten sich die Büchners mitsamt Flugzeug per Schiffstransport weiter nach Dar es Salaam bringen lassen, der ehemaligen deutschen Garnisonsstadt im heutigen Tansania. Dort hatten Büchner und seine Mechaniker Kontakt mit dem Schutztruppenkommando Deutsch-Ostafrika unter Oberstleutnant Paul von Lettow-Vorbeck aufgenommen, wo sie im August 14 eingegliedert worden waren. Allerdings war Büchner bei einem der ersten Aufklärungsflüge über der Nordküste Deutsch-Ostafrikas von einem britischen Kanonenboot beschossen und bei seiner Notlandung am Strand unweit von Dar es Salaam schwer verwundet, sein Flugzeug schwer beschädigt worden.
Daraufhin sollte der im Juni zur Schutztruppen kommandierte, 1886 geborene Oberleutnant Erich Henneberger, Offizier im 2. Bayerischen Fußartillerieregiment, mit gerade in Berlin bestandenem Pilotenschein nach der Reparatur des Pfalz-Schubdoppeldeckers die Einsätze fliegen. Aber bereits bei seinem Testflug am 15. November 14 war Henneberger hier ganz rechts in weißer Uniform beim erfolglosen Versuch, die Maschine zu einem Wasserflugzeug umbauen zu lassen, mit seinem Beobachter, dem 1890 in Wiesbaden geborenen Leutnant der Reserve Wilhelm Gutzmer von Gussmann, abgestürzt, wobei Henneberger tödlich verwundet worden war, von Gussmann schwer. Nachdem Gussmanns Gesundheit wiederhergestellt worden war, hatte der vom schleswig-holsteinischen Infanterieregiment Nummer 163 kommende Offizier im Rahmen der Schutztruppe gekämpft, bis er am 14. Juli 1917 während der in der tansanischen Provinz Morogoro stattgefundenen britisch-belgisch-südafrikanischen sogenannten Mahenge-Offensive in der Missionsstadt Kivambo seinen in der Schlacht am 11. Juli erlittenen Verwundungen erlegen ist. Jetzt wurde das bei Hennebergers Absturz beschädigte Flugzeug unter der Leitung des an der Hand noch verletzten Büchners, Bildmitte, in einer Schmiede bei Dar es Salaam neu aufgebaut, diesmal tatsächlich als Wasserflugzeug mit Schwimmern. Danach hatte Büchner noch einige Flüge am Rufiji-Flussdelta zur Unterstützung des SMS Königsberg unternommen, die aber bald aufgrund des immer dramatischer werdenden Treibstoffmangels eingestellt werden mussten. Das Ehepaar Büchner war dann von den Briten in Ostafrika interniert worden, bis es nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehren konnte. Später betrieben die beiden das Gasthaus Platterhof auf dem Obersalzberg. Noch einmal ins Jahr 1914. Als Büchner im Mai zu seinen Flugvorführungen nach Deutsch-Südwestafrika aufgebrochen war, hatten sich auch zwei weitere deutsche Piloten an Bord des Schiffes befunden, die zum Aufbau einer Luftwaffe der Schutztruppe eingesetzt werden sollten. Der eine war der 1887 in Mainz geborene Heeresleutnant Alexander von Scheele, seit 1912 mit Pilotenlizenz und 1914 zum Kommandeur der neu aufzustellenden Luftstreitkräfte der Schutztruppe Deutsch-Südwestafrikas ernannt worden. Während des Krieges hat Scheele, hier steht er auf seinem Aviatik-Doppeldecker B1, eine große Anzahl Kampf- und Aufklärungsflüge über südafrikanische Linien geflogen, bis er am 29. Mai 1915 bei seinem 8. Flugunfall so schwer verletzt worden war, er war mit seiner Maschine gegen einen Dornenbaum geprallt, dass er nicht mehr als Pilot angesetzt werden konnte. Dieses Bild zeigt seinen ersten Absturz. Durch die Kapitulation der 5.000 Mann starken Streitkräfte Deutsch-Südwestafrikas gegen 43.000 Gegner der Südafrikanischen Union am 9. Juli 15 war auch von Scheele als Kriegsgefangener festgehalten worden. 1920 nach Deutschland zurückgekehrt, war er dann für eine Weile nach Argentinien ausgewandert, bis der mehrsprachige Offizier in die nach 1935 neu aufgestellte Luftwaffe eingetreten war. Im Juli 36 hatte er als Major das erste Kontingent der Legion Condor nach Spanien angeführt. Bis 1939 war er zum Oberst befördert worden. Am 4. August dieses Jahres war von Scheele in Zivil und als Passagier bei einem bis heute von Gerüchten begleiteten Flugzeugabsturz mit seiner dreimotorigen Lufthansa Junkers Ju-52 bei schlechtem Wetter und eingeschränkten Sichtverhältnissen in der spanischen Liberia-Bergkette abgestürzt, wobei der Kapitän Friedrich Mack von Scheele, ein weiteres Besatzungsmitglied und 4 Passagiere ums Leben gekommen waren. Kurz zu den zum Teil haarsträubenden Gerüchten zu dem Unfall. Eines besagt, seine Ju-52 sei mit Kartoffeln für den Schwarzmarkt überladen gewesen. Eine andere Geschichte erzählt, dass der Spanisch sprechende von Scheele in geheimer Mission unterwegs war, um Spanien über den bevorstehenden Angriff auf Polen zu informieren und über eine mögliche Beteiligung dieses Landes an dem bevorstehenden Krieg zu sprechen. Diese Version erscheint mir am plausibelsten.
Die tollste Version findet man allerdings im 2021 erschienenen spanischen Buch El Graal de Montserrat. Darin wird von Scheele, der Held der Legion Condor und starker Mann der Abwehr in Spanien, vom Chef der SS Heinrich Himmler beauftragt, den von ihm beauftragten SS-Experten bei ihrer Suche nach dem Heiligen Gral im Kloster Montserrat bei Barcelona zu helfen, das sogar 1940 in dieser Angelegenheit von Himmler besucht worden war. Im Buch des Xavier Hernández Cardona erfährt der erstaunte Leser, dass an Bord des Flugzeuges, das den mit allen Plänen zum Finden des Grals ausgestatteten Scheele am 4. August 1939 vom Flughafen Stuttgart nach Spanien bringen sollte, sich auch eine attraktive Nazi-Doppelagentin namens Hertha befunden haben soll, die kokett das Interesse von Oberst von Scheele geweckt hatte. Aber Hertha wollte nicht etwa mit dem Offizier anbandeln, sondern hatte den Auftrag, ihn zu erschießen. Dann, hoch über den spanischen Bergen, zückte sie gleich zwei Pistolen, erschoss alle an Bord, brachte sich mit einem Fallschirm in Sicherheit, während die U-52 kurz darauf am Liberia-Bergrücken zerschellte. Einen Kommentar zu dieser Räuberpistole erspare ich mir. Der andere, damals auf dem Schiff nach Deutsch-Südwest gekommene Pilot, war Willy Drück. Der 1888 in Paderborn geborene Pilot war von der deutschen Flugzeugfabrik Automobil und Aviatik AG in Mühlhausen im Elsass nach Karibib in Deutsch-Südwestafrika geschickt worden, um das Flugzeug, es handelte sich um einen noch unbenannten militärischen Doppeldecker-Prototyp, unter den dortigen Bedingungen zu testen. Als dann aber der Erste Weltkrieg ausgebrochen war, war Drück angewiesen worden, sein Flugzeug und das wenige ihm zugeteilte Benzin im Eisenbahntransport zum Stützpunkt Kalfontein Süd zu bringen. Von hier aus hatte er Luftaufklärung betrieben und erfolgreiche Luftangriffe mit selbstgebauten Bomben durchgeführt. Diese hatten aus einem Stück Ofenrohr, Federn und mehreren Drahtstücken bestanden. An all dem hing darunter eine Artilleriegranate, die durch Ziehen am Draht ausgelöst worden und dann in einem Zickzackkurs gen Boden getaumelt und dort detoniert war. In den letzten Wochen des deutschen Widerstandes war Drück in Aus stationiert gewesen. Dann Ende März 15, kurz vor der Kapitulation, hatte er seine Maschine im neuen Stützpunkt zu Mepp verbrannt, damit sie nicht in die Hände des Gegners fallen würde. Anschließend hatte er, wie auch die anderen nicht aktiven Soldaten der Schutztruppe, sein Wort gegenüber den Siegern verpfändet, nicht mehr gegen sie zu kämpfen und war freigelassen worden. Nach dem Krieg war Drück als Geschäftsmann, Pilot und Farmer in Südwestafrika geblieben. Zuletzt hatte er mit seiner Frau in Sea Point bei Kapstadt gelebt, wo er am 22. Mai 1981 mit 92 Jahren verstorben ist. Im Mai 1914, kurz nachdem er, Büchner und von Scheele in Deutsch-Südwest per Schiffstransport eingetroffen waren, war noch ein weiterer Pilot zu ihnen gestoßen, der 1884 in Sternberg in Österreich-Ungarn geborene Paul Fiedler. Fiedler hatte nach seiner siebenjährigen Dienstzeit im KOK-Heer 1909 die Armee verlassen, um ein Jahr später seine Pilotenausbildung zu absolvieren. Nachdem er dann als Zivilist in Deutsch-Südafrika Testflüge für die gerade gegründeten Luftstreitkräfte der Schutztruppe absolvieren sollte, war er im August 14 als Leutnant der Reserve zur Schutztruppe eingezogen worden, in der er während des Krieges mit seinem Roland Doppeldecker zahlreiche erfolgreiche Kampfeinsätze über südafrikanische Linien geflogen ist, wie er am 17. Dezember 14 bei der Bombardierung des südafrikanischen Truppenlagers am Bahnhof von Chaukeib in Südwest. Aber am 17. April 15 hatte Fiedler mit seinem Roland-Pfeilflieger einen schweren Flugunfall erlitten, der ihn auf Dauer fluguntauglich gemacht hatte. Der österreichische Offizier, hier sieht man ihn mit seiner Frau 1916 an den Überresten seines zerstörten Flugzeuges, hat dann den Gegnern nach der Kapitulation am 9. Juli 15 sein Wort gegeben, nicht mehr gegen sie zu kämpfen und war wie auch die anderen Nichtsoldaten in Freiheit belassen worden. Nach dem Krieg war er für kurze Zeit nach Österreich zurückgekehrt, war dann allerdings als Verwalter einer Farm wieder nach Südwestafrika gegangen,
bis er 1926 endgültig nach Europa zurückgekehrt war. Neben diesen genannten Piloten gab es noch eine kleine Zahl weiterer Offiziere, die als Kampfflieger für die deutschen Kolonien vorgesehen waren, aber durch unterschiedliche Kriegseinflüsse dort nie ankamen, stattdessen in Fliegerstaffeln an der Westfront eingesetzt worden waren. Aber ihre wenigen Pilotenkameraden in den deutschen Kolonien, deren Einsatz natürlich nie zu einem entscheidenden Erfolg hatte führen können, hatten doch einen tiefen Eindruck hinterlassen, wobei besonders auch ihre Gegner die Tatkraft dieser Handvoll Männer selbst in aussichtsloser Situation und auf verlorenem Boden uneingeschränkt anerkannt haben.